Ich packe die besten Stürmer der Welt hier in die dritte Liga und es wird hier ein sehr spannendes Aufstiegsrennen. Und kurios ist auch, dass 1860 hier auf dem ersten Platz ist, denn ja, die haben keinen neuen Stürmer dazu bekommen, anders als diese Vereine hier. Momentan würde also nur Haaland direkt aufsteigen mit Saarbrücken, aber ein paar Monate später sieht das hier komplett anders aus. Haaland mit Saarbrücken nur noch auf dem fünften Platz, Mbappé mit Aue und Lewandowski mit Dresden hier momentan auf den direkten Aufstiegsplätzen. Aber hier kann noch einiges passieren an den letzten Spieltagen und mit 27 Toren wird Lewandowski hier Top-Torjäger der Liga und die ersten 6 Plätze sind hier auch von Topstars belegt. Neymar war so nicht eingeplant und wo ist eigentlich CR7? Ja, der macht hier einfach nur 7 Tore bei Bayreuth und die landen auch nur auf dem 13. Platz mit einem 90er Stürmer. 1860 schafft tatsächlich den Aufstieg auch ohne Weltklasse-Stürmer. Mbappé ist hier auf Platz 1 gelandet und Lewandowski schafft es auch noch hier über die Relegation. Für mehr Karrierevideos ab zum Kanal.